Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Wie versprochen, heute der neue Hydra-Magier-Build, womit einer auf Level 60 ein 100er Nightmare-Dungeon abgeschlossen hat. Ich habe euch das Video dazu mal unten verlinkt. Ist sehr, sehr krass. Gemacht wurde natürlich Niedergang des Rauchreifs. Das ist immer so der Standard-Nightmare-Dungeon, den man macht. Macht ja Rob auch ganz oft für seine Speedruns mit dem Niedergang des Rauchreifs. Ich habe jetzt den Bild nachgebaut für den Level 60er Bild, deswegen blinkt auch links noch das ganze Paragon-Ding. Ich kann also noch ganz viele Paragon-Punkte verbrauchen. Den Bild habe ich auch schon fertig, werde ich euch gleich zeigen. Aber ich wollte euch erstmal zeigen, das ist alles, was ihr am Paragon habt, wenn ihr Level 60 seid und einen 100er Nightmare Dungeon machen wollt. Außerdem bin ich extrem sauer. Ich habe bestimmt 100 Millionen Gold, wenn nicht sogar mehr, ausgegeben. Alle meine vergessenen Seelen und ich habe immer noch nicht die perfekten Items. Also jedes Item, was ihr hier seht, außer vielleicht die Schuhe und die Hose, müssten eigentlich besser sein. Also was ihr braucht, ist ganz wichtig, überall wo es geht, Max Life. Das würde ich auch so lassen, weil der Magier sowieso so anfällig ist. Das heißt, auch wenn ihr über Level 60 seid, haut überall Max Life rein. Dann ganz wichtig, auf dem Kopf die Level zur Hydra. Das fehlt mir hier leider. Das Paragon Board ist fertig. So sieht das Ganze aus. Einmal groß machen. Ist genau dasselbe wie das Feuerballbild Paragon Board. Wie gesagt, nur der Anfang ist anders. Vor allen Dingen ist hier Beschwörer drin. Den habe ich auch noch nicht auf Level 15. Der ist ganz wichtig. Und dann hier alles voll machen mit Intelligenz. Das heißt, theoretisch könntet ihr hier die Intelligenz auch noch mitnehmen, damit die Beschwörungen mehr Schaden machen. Vielleicht ergänze ich das noch im D4-Bild, den ihr unten drin habt. Und ansonsten, wie gesagt, ist genauso wie auch der Bild, den ihr schon kennt. Ich bin jetzt Level 97, das heißt, da kommen auch noch 10 Level. Eigentlich müsste ich dann genug Paragon-Punkte haben, um hier das auch noch mit reinzupacken. Aber jetzt wollen wir uns anschauen, wie der Build so läuft. Ich habe leider kein gutes Siegel mit dabei, deswegen gucken wir mal, was wir hier so haben. Mir fällt gerade noch ein, ich habe ja gar nicht gezeigt, welche Verzauberung. Das wollt ihr ja auch immer schon hier sehen. Es ist einmal die Eisklingenverzauberung und einmal Eisorb-Verzauberung. Und jetzt zum Bild selber, wie ihr den einsetzt. Wie ihr schon unten seht, habt ihr nichts, womit ihr standardmäßig angreift. Ihr habt die Hydra, ihr habt den Blitz und ihr habt die Eisklinge. Und was ihr macht, ist alles nacheinander einfach zu spammen und dann einfach die Hydra Arbeit machen zu lassen. Ihr erinnert euch vielleicht an den Totenbeschwörer-Bild, wo ich auch nichts gemacht habe und die Skelette haben alles gemacht. Ähnlich ist das hier auch. Und zwar lauft ihr einfach nur durch, macht eure Beschwörungen und sonst gar nichts. Ab und zu könnt ihr dann eure Rüstung machen, eure Barriere, weil durch das Herz lasst ihr dann so eine Aura frei, die dann alles zerstört und nochmal Schaden rauslässt. Aber ansonsten lasst ihr im Prinzip die ganze Zeit die Hydra alles machen und selber macht ihr eigentlich gar nichts. Könnt der Hydra ein bisschen zugucken, was sie so macht. Und selber macht ihr gar nichts. Ich muss leider echt sagen, dass mir immer noch die Items fehlen, vergessene Seelen fehlen und ich nicht perfekt gerollt habe. Sonst würde man sehr, sehr, sehr viel mehr Schaden machen. Mir fehlt überall Crit-Schaden, Verwundbarkeitsschaden und so. Aber ich hoffe, dass man trotzdem ein bisschen sieht, was der Build imstande ist zu tun. Ich meine, das Video unten, der Typ ist Level 60 gewesen und hat 100er Nightmare Dungeon gemacht. Deswegen muss ich jetzt hier nicht unbedingt beweisen, dass der Build krass ist. Ich will euch den nur nochmal auf einem High-Level vielleicht zeigen. Ja, aber ich meine, man sieht schon, ne? Es platzt halt alles weg und man macht selber nichts. Ich setze nur die Hydras und laufe eigentlich nur dumm rum und mache gar nichts. Ich habe keine Ressourcen, interessiert euch auch nicht. Ihr seid eigentlich relativ tanky. Deswegen, ja, also ich mache nicht viel. Das macht die Hydra machen alles oder mal hier ein bisschen Eis klingen. Ansonsten macht man, was soll ich noch sagen? Viel macht man nicht. Die Hydra macht halt alles. Ja. Ich laufe jetzt hier nochmal eben ein bisschen durch. Es stört mich aber schon, dass ich nicht. Ich werde gleich nochmal rüberspringen zum Boss. Wie das beim Boss ist. Aber ich meine, beim Boss wird es nicht anders sein. Die Hydra wird die ganze Zeit draufballern. Und das Barbarenherz wird den Schaden summieren. Mit dem Teleport habt ihr dann nochmal einen guten Crowd Control Break. Deswegen auch Level 5, damit die Abklingzeit darunter kommt.
Und ihr habt die Feuer, den Feuerschild, womit ihr auch den Control Break habt. Also da solltet ihr auch keine Probleme haben. So, jetzt haben wir hier einen Boss. Das interessiert mich selber auch, weil habe ich ja selber auch noch nicht gemacht. Ich bin jetzt gerade auch mit euch First Try hier drin. Also, wir machen zwei Hydras. Können mal ein Schild zünden. X, noch eine Hydra. Obwohl, man kann immer nur zwei Hydras gleichzeitig haben. Deswegen macht es gar keinen Sinn, das öfter zu drücken. Ihr müsst dann nur schauen, wenn die Hydra weg ist, müsst ihr die nochmal zünden. Genau jetzt. Am besten direkt zweimal. Und ja, das war's. Das war jetzt natürlich kein hoher Gegner, aber das Gute ist halt, ihr könnt immer auf Abstand bleiben. Das ist gerade für den Magier perfekt, weil ihr nicht in den Nahkampf müsst. Ihr könnt schön von weitem weg die Hydra die Arbeit machen lassen, den Blitz, dann kommt immer nochmal so ein Eisorb mit dabei. Ihr müsst also selber nicht viel machen. Das ist, glaube ich, für den Magier, der so squishy ist, der einer der perfektesten Builds. Und ich werde den auf jeden Fall auch noch ein bisschen optimieren. Wie gesagt, ich meine, man sieht es ja schon. Mir fehlt hier ein Aspekt, mir fehlen die Level. Mir fehlt wirklich noch viel. Da geht noch richtig viel Schaden nach oben. Lasst mal gerne eure Meinung zu dem Build. Würdet ihr den vielleicht sogar für Season 2 ausprobieren? Das Ganze basiert natürlich auch krass auf den Herzen. Sowohl das brutale Herz als auch das Barbarenherz. Ich könnte das auch nochmal ausprobieren ohne Herzen, wie das dann läuft. Ich würde mich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen. Ich werde demnächst auch nochmal ein Vorbereitungsvideo für Season 2 machen, was wir da schon mal machen können. Es wird demnächst auch Entwickler-Talks geben zu Season 2, was da dann alles kommt. Das werdet ihr dann alles hier erfahren. Deswegen lasst gerne ein Follow da. Zu Season 2 bin ich auch wieder am Start. Ich würde mich sehr über ein Like freuen, Leute. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.